Hey, der Konflikt in der Ukraine hat zuletzt in Deutschland Schlagzeilen gemacht durch ein Interview, das Yatsenyuk in der ARD gegeben hat. Dort hat er gesagt, dort hat er gesprochen von dem deutschen Anmarsch, so die Übersetzung der Invasion, wie es später erklärt wurde von der ARD, auf Deutschland. Gemeint war der Zweite Weltkrieg. Darüber hat es sehr viel Aufregung gegeben. Ihrer Meinung nach aber ist das ein Nebenkriegsschauplatz. Warum ist das ein Nebenkriegsschauplatz? Naja, es ist ein Nebenkriegsschauplatz, aber es ist natürlich trotzdem, um das nochmal zu sagen, erstmal nicht unwichtig, weil es typisch ist für die Provokationshaltung, mit der Yatsenyuk in seiner Politik auftritt. Und nicht nur das, auch wenn man die Presse verfolgt hat in letzter Zeit, dann gibt es da ein paar Dinge, die auf derselben Linie liegen von anderen Leuten, zum Beispiel das Ausladen Putins zum Jahrestag in Auschwitz und diese Geschichten, die um diese Fragen also laufen, beziehungsweise auch gestern wieder ein Interview von Frau Merkel in der FAZ, wo sie davon ausgeht, dass Russland sich nicht beteiligen kann an dem G7-Gipfel. Warum? Weil es der Wertegemeinschaft der G7 nicht mehr angehört. Also diese ganze wie soll ich sagen, Klimamache, die findet ja rundherum statt und da ordnet sich das vollkommen ein. Hey, das jetzt hören wir aus der Ukraine, dass der Konflikt sich dort zuspitzt. Wir haben zuletzt von schweren Gefechten in Donetsk etwas gehört, um den Flughafen dort. Wie ist die Lage vor Ort? Wie ist diese Eskalation einzuschätzen? Naja, es ist schwer, das einzuschätzen, ehrlich gesagt, weil man von beiden Seiten eben gegenseitige Beschuldigungen hört, was die konkreten Abläufe anbetrifft. Man hört andererseits, dass die Kämpfe zunehmen. Ich bin ja nicht dabei, ich bin ja nicht vor Ort, ich sehe das von hier aus. Und vor Ort, selbst die, die vor Ort sind, geben keine klaren Informationen darüber, was da geschieht. Aber eins ist klar, es geht auf jeden Fall wieder in schärfere Kämpfe. Es wird also auf jeden Fall von beiden Seiten sich nicht gehalten an das, was man also in das sogenannte Minsker Abkommen nennt. Und es sieht so aus, als ob es in eine neue Runde schwerer Auseinandersetzung geht. Das ist die Situation. Ja, gleichzeitig wissen wir ja, dass das Minsker Abkommen geplatzt ist. Die Friedensgespräche liegen derzeit zumindest auf Eis. Was sind die Interessendivergenzen dort? Ja, ich denke, das Minsker Abkommen ist nicht nur geplatzt, sondern so wie sich die Partner da verhalten, also speziell jetzt auch die europäische Seite, deutsche Bundesregierung, würde ich sagen, es besteht irgendwie auch nur ein Scheininteresse daran, dieses Minsker Abkommen tatsächlich soll ich sagen, umzusetzen, obwohl Frau Merkel das ständig im Mund führt. Denn Tatsache ist, wenn man genauer reinginge in dieses Abkommen, dann wüsste man, dass diese Dinge zum Teil ja gar nicht umsetzbar sind, weil sie auch gar nicht genau benannt sind. Gar nicht genau klar ist, was gemacht werden soll. Manche Dinge sind auch schon überholt. Man müsste also wirklich neu ansetzen, wenn echte Friedensbereitschaft da wäre. Es sieht aber mehr so aus, als ob das alles heiße Luft ist und leere Worte. Zuletzt hatte es militärisch einen Patt gegeben in der Ostukraine. Nun haben wir etwas gelesen, hören wir etwas von dem Einzug mehrerer 10.000 Reservisten in der Ukraine, von der dortigen Zentralregierung. Ja. Es stünde, heißt es, eine Militäroffensive, eine neue offenbar bevor. Was hat sich denn an der Situation dort geändert? Denn zuletzt hat es ja eine Pattsituation gegeben. Beide Seiten standen sich gegenüber, es hat kein Vor- und kein Zurück gegeben. Was hat sich dort verändert, dass Kiew jetzt meint, diesen Konflikt doch noch militärisch lösen zu können? Naja, geändert hat sich die Tatsache, dass innerhalb der Donetsk-Republik und der Lugansk-Republik es innere Auseinandersetzungen gibt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der innere Zustand dieser Volksrepubliken wirklich so katastrophal ist, dass von der Seite her eben auch mit Mühe Widerstand geleistet werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass eben die Kiewer Seite
Hilfe bekommt von der NATO, Hilfe bekommt von NATO-Ländern, dass sie aufgerüstet wird. Das alles sieht so aus, als ob ihr politisch, also sozusagen, dass sie politisch Rückenwind hat und sie den nächsten Schritt, den sie machen möchte, also machen kann. Die RADA fordert, dass man also die Republiken zu Terroristen erklärt. Yatsenyuk reist in der Welt herum und sagt, man soll die Republiken zu Terroristen erklären. Niemand widerspricht. Das ganze Klima sieht so aus, als ob ja auch von russischer Seite eben die Volksrepubliken nicht wirklich Unterstützung hätten. So sieht das alles aus.